Joey findet es bescheuert. Ja. So, geht. Wie der Laden gefällt, ja, keine Ahnung. So, die waren auch noch. Oha. Wie kann ich helfen? Ich suche eine Halskette. Haben Sie vielleicht eine gesehen? Eine Halskette? Ich trage eine. Meinst du die? Nein. Die Kette, die ich suche, hat einen blauen Anhänger und eine Anhängerkupplung. Ach so, tut mir leid, aber so eine habe ich nicht gesehen. Ist Ihnen schon mal so eine schwarze Feder untergekommen? Oh, die könnte Schwalbini gehören. Es fliegt öfters hier herum. Ich muss schon sagen, das ist eine wirklich hübsche schwarze Feder. Schwalbini also. Vielen Dank. Kann ich dir helfen? Ich suche eine Halskette. Haben Sie vielleicht eine gesehen? Eine verlorene Kette? Die einzige Kette, die ich hier gesehen habe, ist die meiner Freundin. Verstehe. Vielen Dank. Haben Sie schon mal so eine schwarze Feder gesehen? Das Schwalbini, das hier öfters herumflattert, hat schwarze Federn. Aber ich glaube, seine Federn sind sauberer. Es putzt sich oft und... Verstehe. Es... Wenn es so viele Federn verliert, ist es am Ende noch komplett kahl. Das würde ihm gefallen. Da ist das Floink. Den alten Mann hatten wir auch schon. Wir können wieder gehen, glaube ich. Jetzt müssen wir die Mütter Dusselkur füttern. Ja, hier sind ja noch die... Hey, huch. Come on now, you can't hold back. You can always talk to me, you know? Even if I'm not sending my signal. Okay. The owner of this black feather is the one who attacked that Apom. Now, let's identify which Pokemon it was. Jetzt schon? Nö, okay. Ach Mist. Wie kann ich denn machen, dass das... Ich... Da liegt ach, noch immer das tote Griffel. Ja, die Frau ist auf die Bank gekehrt. Es ist immer noch tot. Griffel, aufwachen. Geht's dir gut? Sieht nicht so aus, als würde das helfen. Wir sollten unsere Ermittlungen fortsetzen. Oder mal auf es eintreten. Ein Versuch ist es wert. Kille, 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 kille. Das scheint nichts zu bringen. Nochmal! Kille, 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 kille! Okay. Ich dachte, ich kann die füttern. Hm. Aber ich wüsste nicht wie. Achtung, nicht die Dusselgur füttern. Schwalbini. Gar nicht schüchtern. Ja. Ach, Staralili meine ich doch. Trillernde Trio. Staralili! Hey, können wir kurz reden? Ist dir schon mal so eine Feder untergekommen? Staralili! Nein, zu dumm. Die Sache ist die, beim Springbrunnen wurde ein Griffel angegriffelt. Und diese Feder ist ein Hinweis auf den Täter. Staralili! Wir verdächtigen dich nicht, aber würdest du uns trotzdem eine deiner Federn überlassen? Staralili! Danke für das Verständnis. Damit bist du uns eine große Hilfe. Es wollte uns eigentlich keine geben, aber ich habe sie mit Gewalt genommen. In diesem Park wohnt irgendwo ein Kramuchs, habe ich recht? Staralini! Wir können es nirgendwo finden. Weißt du zufällig, wo es abgeblieben ist? Staralini! Es fliegt gerade auf der Suche nach glitzernden Dingen durch die Gegend? Mensch, gut, dass ich das wiederhole, denn sonst würde das keiner verstehen. Aha, es liebt also glitzernde Gegenstände, sammelt sie auf und bringt sie in sein Nest. Und wo genau befindet sich sein Nest? Staralini! Griffel könnte Informationen dazu haben, sagst du? Staralini! Gut zu wissen, in diesem Bereich gibt es also auch ein Griffel. Gehen wir es ausfragen. Mhm. So, so.
Weißt du irgendwas über die Griffel? Stahalini! Was sagst du da? Ein paar von ihnen hätten dir beinahe mal die Federn ausgerupft. Und am Brunnen ist ein Kind in den Brunnen gefallen, das wir retten müssen. Oh, das ist leider nicht unser Fall. Die Bewohner des Parks bleiben also auch nicht vor ihren bösen Streichen verschont. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Ja. Das ist ein Griffel. Das ist kein Griffel. Das ist ein Griffchen. Nee, oben im Baum. Ein Griffchen. Ach so, ja. Ach da. Was hat es gesagt? Es hat Pfiff gesagt. Nein, wir sollten es nicht beim Spielen stören. Aha. Hallo Griffel, wir würden gern kurz mit dir reden. Pfiff. Huch. Griffel ist wieder im Geäst verschwunden. So können wir nicht mit ihm reden. Wenn wir Fischwind bloß irgendwie könnten. Ja, das wird nicht leicht. Ja, wie beruhigen wir dieses Pfiffchen? Vielleicht können wir ja ihm Düsselgo-Futter geben. Was hat es gesagt? Okay, also es ist immer noch dasselbe. Oh, ha. Mai. Mai. Jo, Mai. Hallo Magnaien, wir würden gerne kurz mit dir reden. Morgner. Morgnet. Was sagst du da? Pfiffchen? Nee, Morgner. Was ist los? Eins der Pfiffchen ist nicht zurückgekommen, obwohl es Zeit für einen Mittagsschlaf ist. Deswegen kann das andere nicht einschlafen. Magnaien ist völlig verzweifelt. Pokémon haben es also auch nicht immer leicht. Wenn wir es finden, schicken wir es zurück zu dir, versprochen. Aber dafür würden wir dir gerne ein paar Fragen stellen. Hast du so eine Feder schon mal gesehen? Morgner. Ja, wir wissen, dass sie nicht von deinem Fell stammt. Wo könnte Pfiffchen hingegangen sein? Morgner. Es spielt also immer im Blumenbeet oder im Gebüsch. Verstanden, wenn wir ein Blumenbeet oder ein Gebüsch sehen. Was kannst du uns über die Staralili sagen? Morgner. Ihr Ruf ist sehr laut, weswegen die Pfiffchen sie liebend gern durch die Gegend scheuchen. Klingt nach einer echten Hassliebe. Was kannst du mir über Kramux erzählen? Morgner. Du begegnest ihm nur selten, aber wenn, dann erweckt es immer dein Interesse. Wir haben plötzlich ein Ei gefunden. Tim! Jetzt sollten wir uns um das Pfiffchen kümmern. Wie kriegen wir es dazu, diesen Unsinn sein zu lassen? Das zweite Pfiffchen. Mai! Das zweite Pfiffchen? Ja. Genau, wenn wir das zweite Pfiffchen finden, kann Magnaien sie dazu bewegen, ihren Mittagsschlaf zu halten. Na dann, im Gebüsch oder im Blumenbeet? Das ist kein Gebüsch, das ist kein... Wo ist denn hier im Blumenbeet? Haben wir mit dem Mann schon gesprochen? Nee. Hallo. Wissen Sie, von welchem Pokémon diese Feder stammt? So schwarz wie sie ist, könnte sie... Nein, Quatsch. Es gibt ja auch noch andere schwarze Pokémon. Ich weiß es nicht. Können Sie mir etwas über die Staralili erzählen? Hier im Naturbereich gibt es drei von ihnen. Sie fliegen immer zusammen von Ort zu Ort. Sie hüpften von sie asteten von Hüpf zu Hüpf. Hörst du nicht die Singleinvögel? Manchmal machen sie auf einem Ast oder auf dem Tisch dort drüben halt. Können Sie mir etwas über Kramux erzählen? Wohnt in diesem Bereich wirklich eins? Ja, tagsüber flackert es. Es flackert. Flattert es allerdings immer durch die Weltgeschichte und ist kaum hier. Aber ab und zu sieht man, wie es sich mit Griffel streitet.
Griffel. Wo ist dieses Griffel? Im Wipfel des Baums dort drüben. Solange Pfiffchen hier sind, traut es sich jedoch nicht herunter. Aber das ist leider nichts Neues. Seit die Pfiffchen in diesen Park gezogen sind, schikanieren sie die Griffel ununterbrochen. Okay. Weil sie verdichten sich. Ja. Und nun? Brauchen wir ein Gebüsch. Ich muss mal. Konnte man links weiterlaufen oder ging das? Ich glaube, links konnte man nicht weiter. Aber wir gucken mal. Also Gebüsch oder Blumen waren es ansonsten. Nee, geht nicht. Da ist die Welt zu Ende. Weißt du, dass das ziemlich kleine Hochhäuser da hinten sind? Das stimmt. Ich kann bis zum dritten Stock gucken, wenn ich einfach nur davor stehe. Ja, wir haben ja vorhin gesehen, wenn die Menschen da halt alle 1,60 groß sind und in das Gänger reinpassen. Ja. Da ist es ja schon. Frech und flapsig ist es. Boah. Huch. Ich meine, hoch. Pikachu, das ist das Pfiffchen, nach dem wir suchen. Du hast recht. Hey Pfiffchen, Magnalien sucht nach dir. Es ist Zeit für deinen Mittagsschlaf. Pfiff. Hoffentlich geben die beiden Nervensägen jetzt Ruhe. Am besten wir gehen gleich zurück zum See und schauen nach. Das ist immer schwierig, das von der einen Fake-Stimme auf die andere Fake-Stimme zu wechseln. Yeah, Mutti! Was? Yeah, Mutti! So hab ich's verstanden. Yeah, Mutti! Aber ich hab eigentlich Putti oder Pudding verstanden. Yeah, Pudding! Die beiden Pfiffchen schlafen friedlich. Wir sollten sie in Ruhe lassen. Ja, du hast recht. Okay. Ah, jetzt können wir aber... Jetzt können wir griffeln. Griffel! Nee. Bitte. Jetzt, wo die Pfiffchen ihren Mittagsschlaf halten, kannst du dich endlich frei bewegen. Griffel! Schön, das freut mich für dich. Einer deiner Kameraden hat eine Halskette stibitzt. Weißt du etwas darüber? Griffel! Er sagt, es hat den ganzen Tag im Baum gefangen. Was? Es war den ganzen Tag im Baum gefangen und weiß von nichts. Ich dachte jetzt also sowas wie, es hat den ganzen Tag im Baum gehangen. Es hat den ganzen Tag den Baum gefangen. Ich hab gehört, es gab Zoff zwischen euch Griffel und Kramux. Zwischen euch Griffel und Kramux. Was ist da passiert? Das wäre so lustig, wenn es runterfällt und dann Ambidiffel ist. Ich übersetze. Als es vor kurzem mit seinem Kameraden gespielt hat, sind sie versehentlich auf den Baum geklettert, in dem sich das Nest von Kramux befindet. Kramux wurde daraufhin wütend, weil sie sein Revier verwüstet hatten, und griff sie an. Seitdem geraten die Griffel und Kramux im Park immer aneinander, wenn sie sich treffen. Das Nest von Kramux. In welchem Baum befindet sich das Nest von Kramux? Im Baum mit dem breiten Stamm neben dem See, sagst du? Danke. Griffel! Hast du irgendwo schon mal eine schwarze Feder wie diese gesehen? Griffel! Was? Die gehörte Kramux? Bist du dir da auch ganz sicher? Griffel! Anscheinend kriegt es sich so oft mit Kramux in die Wolle, dass es sich absolut sicher ist. Verhältnis zu Kramux. Vielleicht will es ihm aber auch nur was anhängen. Ich würde ja lieber nochmal ein Dusselgur überprüfen, indem ich es füttere. Wenn du rausfindest, wie es geht. Ah. Durchsuche das Nest von Kramux. Murkrow's Nest could be up in this tree. Yeah, and it looks like no one's home. So, if we're going to investigate, I'll take a look. Let me know if it comes back. Kannst du eine Durchsuchungsbefehl? Ja.
Oh. Here we go. Oh, hoppla. Here we go. Ach, so war das gemeint. Jetzt musst du. Oh, geschafft. Gut gemacht. I made it. No sweat. Now, is there any kind of evidence to be found in here? Oh, here we go. Hey, Tim! Found something! Momo, is that... Pikachu, it's Murkrow! Watch out! Das war knapp. Hier, falls da nochmal sowas kommt. Geschafft! Toll. Nice catch. Vielleicht greift es ja nochmal an. But now we have the evidence we need. Mhm. Kramux Feder. Was mache ich jetzt damit?